Roman Meyer-André leitet den Bereich IT und Digitalisierung bei TÜV Nord Mobilität. Danke, dass du Zeit für uns heute hast. Sehr gern. Digitalisierung, das ist ja so ein Buzzword, das wir immer wieder hören. Wo deutet sich denn Digitalisierung und zeigt sich Digitalisierung denn bei TÜV Nord Mobilität? Also wir haben ganz klar, wie es in vielen Unternehmen ist, die Herausforderung einmal im technologischen Bereich, wo wir also mit KI und Robotik die Veränderung sehen. Wir werden sehr, sehr viele Entwicklungen sehen in der Richtung, wie die KI für uns zum quasi großen Bruder, zum Superhuman Friend werden wird. Und das zeichnet sich heute schon sehr stark ab. Zum anderen in der Transformation natürlich, in den Köpfen, in den Skills, auch in dem Können und dem Wissen der Mitarbeitenden, wo wir also einmal sehr viel schon machen und dann noch stärker in die Richtung von Datendenken kommen müssen. Denken wie ein Daten-Scientist, ja, wo wir in Korrelationen denken, viel stärker. Da wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren, wo wir aus ganz anderen Perspektiven eben drauf gucken. Disruption ist ja auch immer so ein Begriff, der in dem Zusammenhang oft fällt. Siehst du in der Entwicklung, die wir hier selbst erleben, auch so eine Art von Disruption? Auf jeden Fall. Also ich habe schon angesprochen, KI, Robotik sind natürlich disruptive Technologien, die sehr viel auch an dem Kern von dem, was wir tun, ändern und gegebenenfalls eben auch disrupten können, also wirklich substanziell verändern können, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir haben es heute schon im Bereich Fahrzeugbewertung, wo wir über Kamerabrücken arbeiten. Das heißt, da müssen die Kollegen gar nicht mehr vor Ort sein, richtig. Und das wird sich natürlich massiv fortsetzen über die Intelligenz, künstliche Intelligenz von solchen Kamerabrücken bis hin zu vollautonomen Gutachten. Ja. Massiv fortsetzen, wenn wir mal 10 Jahre vorausschauen, würdest du sagen, da wird alles ganz anders sein, als es heute ist. Da werden die Unterschiede vielleicht gar nicht so enorm sein, sondern am Ende ist es denen doch eine lineare Entwicklung. Also man spricht ja immer gern von diesen S-Kurven-Entwicklungen, wo also eine Entwicklung startet und dann auf einmal, wenn man es quasi schon nicht mehr erwartet, auf einmal eine extrem schnelle, exponentielle Wachstum. Und wenn mehrere von diesen S-Kurven, ich sage jetzt mal KI, Robotik, vielleicht in Zukunft eben neue autonome Fahrsysteme, Softwareentwicklungen, wenn die zusammenkommen, dann wird es sehr, sehr interessant, weil dann auf einmal sehr, sehr viel scheinbar passiert, was sich aber schon einen relativ langen Zeitraum angekündigt hat. Lass uns ganz zum Schluss doch nochmal über das automatisierte Fahren sprechen, weil das ja viele Leute betrifft. Viele Leute gucken sich das ganz genau an, fragen sich, Mensch, wann ist es denn soweit? Ja, lehne ich mich im Auto zurück? Was denkst du, was sind die nächsten Schritte? Welche Kurve wird es da geben? Also wir sind ja in Deutschland relativ weit. Ne? Einmal Level 3, man spricht ja immer von Level 1 bis Level 5. Level 4 und 5 sind ja die, wo ich tatsächlich meine Hand vom Steuer nehmen kann. Beim Level 3 sind wir im Prinzip schon. Man sieht das am Mercedes EQS, der heute das schon in der Praxis auch macht. Beim Level 4, Level 5, denke ich, werden wir, was zumindest die Verfügbarkeit für einen normalen Menschen angeht, vielleicht von 2030, aber auf jeden Fall nicht in den nächsten 5 Jahren. Wir haben natürlich von der Regulierung in Deutschland schon sehr viel geschafft und wir sehen jetzt schon autonome Shuttles zum Beispiel, also im professionellen Bereich, die jetzt schon tatsächlich auch fahren dürfen, auch legal fahren dürfen. Also da werden wir früher Entwicklungen sehen. Dieses Verfügbarkeit von vollautonomen Systemen für den Endkunden, für den privaten Nutzer, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Noch fahren Menschen hier ganz persönlich mit ihren Autos an die TÜV-Station. Mal schauen, wie das in 10 Jahren aussehen wird. Roman Meyer-André war bei uns. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Herzlichen Dank.